Hallo Leute, ja, wir sind hier wieder unterwegs. Kettelmers Mühle haben wir letztes Mal wunderbar angeschlossen. Die kriegen jetzt ganz viele Baustoffe hier. Ja, da können die dann wachsen und gedeihen, was ja wahrscheinlich auch passiert. Wir haben ja immer wieder hier auch gesehen, dass die Stadt so diese Gebäude abreißt, neu erbaut. Das war dann schon mal nicht schlecht. Was ist das hier für ein Gebäude? Wohngebäude und das große. Oh, da gehen richtig viele rein. Bewohner 24, okay. Arbeitslos ist keiner, ne? Das ist ja schön. Ist nur dann die Frage, wie geht's weiter, ne? Wir haben jetzt das angeschlossen und wir hatten, glaube ich, letztes Mal gesagt, wir wollen uns um die Fahrzeuge kümmern, um die altersbedingten Fahrzeuge, die hier zum Beispiel schon 90 Jahre sind. Das machen wir nach dem Logo, schauen wir mal rein, ne? Ja, 90 Jahre ist natürlich schon eine Hausnummer, ne? Da wollen wir mal gucken, dass wir das hier irgendwie in den Griff kriegen. In so einem Bus. Auf Linie 40, die sind alle schon so alt. Fahrzeuge verwalten. Fahrzeuge austauschen. Alle drei. Und da gibt es bestimmt keine neuen, ne? Besseren, meine ich jetzt so. Da gehen 26 rein. Ja, ist wahrscheinlich schon der beste Bus, ne? Fährt 100, zack, ersetzt. Alle drei sehr gut. Genau das wollen wir. Weiter. Geht hier locker weiter auf Linie 3. Ne, da wollte ich hin, da wollte ich hin. Das auch noch. Das, das. Auf geht's. Hinzu. Linie 9. Fahrzeuge verwalten, alle neu. Paar Millionen weg. Oh, das ist ja aber schon ordentlich, was da in der Zeit gelaufen ist, ne? Ah, das sind schon ein paar Millionen, ne, die da jetzt so rumlaufen. 89 auf Linie 2. Auch neu. Die nächsten bitte noch bei 89. Linie 30 verwalten. Sehr schlechter Zustand. Weg. Linie 32. Verwalten. Fahrzeuge nicht verwalten. Neu. Erledigt. Da sind doch einige, ne? Ist das nur ein Fahrzeug? Fährt denn da rum? Ah, das war jetzt verkehrt. Da muss ich hin. Der fährt hier in diesem Städtchen rum. Okay, Linie 38, drei Passagiere. Da stehen drei, da stehen fünf. Ja, da ist auch nichts los in dem Städtchen, ne? Linie 39 sieht genauso aus, ne? Ist auch nur einer. Der fährt hier hin und her. Da sind aber 48. Und da sind nur 4. Fährt er da auch hin? Nee, ne? Oder doch? Gute Frage, ne? Da fährt er auch hin. Aber da stehen mir zu viele. Das heißt, machen wir gerade erstmal den. Erneuern und lohnen. Dann sind da 2 auf Linie. Ist ja schon mal besser, ne? Gut, weiter geht's. 88 Jahre, 410er Linie. Fünf Millionen weg. 88 Jahre immer noch. Jetzt kommt's, jetzt wird's teuer.
elektrisch bestimmen, ne? Oder? Ne, das ist. Oh, was ist das? Passagiere? Zugkombination elektrisch. Da ist er. ...198 ist hier das Beste. Geschwindigkeit, der ICE fährt schneller. Aber der TGV noch schneller. 144. Ich habe auch keinen blassen Schimmer, wie voll der ist. 171 von 396. Fahren gar nicht so viele, ne? Vielleicht sollten wir mal den TGV übernehmen, da, wenn wir da Zweier haben. Zack. So, der ist so teuer, dass ich mir das leisten kann? Doch. Kann ich den jetzt nicht austauschen? Nee, wohl nicht. Ersetze gewählte Fahrzeuge. Ja, soll er. Wieso geht das nicht? Was läuft hier falsch? Hä? Jetzt müsste der doch hier anzeigen, oder? Es gibt zwei zu ersetzende Fahrzeuge. Ja, genau. Und da möchte ich gerne diese nehmen. Oder diesen. Oh nee, so nicht. So nicht. Machen wir besser wieder weg. Hinzufügen. Jetzt hat er es gemacht. Interessant. Dann sind wir mal ganz gut. 100 Millionen losgeworden oder mehr sogar. Ah, der fährt da lang. Und der fährt jetzt mit 300 auf 160er Schienen wahrscheinlich, ne? Kann ich das hier irgendwo sehen? Wahrscheinlich. Bestimmt ist das so. Schienen. Machen wir alle richtig, ne? Fahren die hier auch noch lang? Ich glaube schon, oder? Ich glaube, da fährt keiner mehr weiter, oder doch? Ich weiß es jetzt nicht. Wie schnell fährt er denn jetzt? Aha, der Bahnsteig ist nicht so lang, okay. Da sind 87 drinne. Der ist jetzt einen Meter vorgefahren oder was? Und fährt er jetzt nicht weiter? Wo liegt das Problem?
Um den Gegenzug oder was? Kann nicht sein. Der kommt da vielleicht nicht raus, weil die Weiche da. Ja, genau so ist es. Da ist unser Problem. Na dann. Auch nicht möglich. Da darf er jetzt. Auch krass, oder? So mal, glaube ich, den Zug verfolgen. Schnell fährt der TGW denn. Bei uns. 54. Für einen 300er km/h Zug ist das schon mal was, oder? Ah, er wird schneller. Schranken sind runter, jetzt kannst du Gas geben, oder? Jetzt fährt er 60 nur noch. Wo ist das Problem? Gegenzug vielleicht? '79, '79, '80, wow. Geht so stark berg hoch, dass er keinen Power hat, kann das sein? Oh, hier die schönen Bäume. '87, '88, '89. Das geht schon wieder berg hoch wahrscheinlich. '90. Ja, hier geht's berg hoch. Aber er schafft schon 100. Schafft er auch noch mehr wie 100? 110. Oh, hier sind schlechte Gleise, glaube ich, noch. Fährt aber noch schneller. Ah, jetzt wird er langsamer, weil er eine Kurve ist, oder was? Oh oh. Bin ich schon auf schnell? Nein, wir machen mal schnell gerade. 79, hier ist er wahrscheinlich auch nicht im Bahnhof richtig drin. Aber da kommt er wenigstens an der Weiche noch vorbei. Und jetzt beschleunigt er, aber richtig rasant. Okay, so schnell haben wir noch nie fahren sehen, glaube ich. 150, wow. Oh, hier fährt er nicht schneller, weil das Gleis nicht richtig gemacht ist, glaube ich. Hm. Und der Bahnhof ist wieder zu klein. Kann das sein, dass hier die Gleise nicht richtig gemacht sind? Hier war da auch irgendwo noch rot, oder? Fährt hier mit 92 Sachen runter. 130. Ja. Ja, mehrere Fahrzeuge im schlechten Zustand. Naja, das war jetzt vielleicht ein bisschen blöd mit dem Zug, aber ist halt so, ne? Das heißt, wir machen hier weiter. Oh, die Schifffahrtslinie ist auch schon so veraltet. Wer ist denn das jetzt hier? Virgo Schubschiff. Was ist das, ne? Ach, shit. Den wollten wir da auch noch gerade erneuern, ne? Traurig.
30 km/h. Ach so, das wäre das Schubschiff. Ich will aber gerade den Zug noch sehen. Der sieht so schnell aus gerade, aber der ist nicht schnell. Okay. Dann gehen wir auf Linie 25. Auch schon 89 Jahre alt, meine Güte. Und Passagiere, das ersetzen. Sind jetzt auch sehr gut. Sind alle so alt, ne? Fahrzeuge verwalten. Habe ich alle gemacht? Nein, natürlich nicht. Doch, habe ich. So, Linie 45. Fahrzeuge verwalten. Fertig. Linie 46. Okay. Nächste. Linie 47. Alle neu. Oh. Was war das? Jetzt schon weg, ne? Schade. Dann sind wir schon bei 84 Jahren. Nee, Emissionen. Doch, auf 84 Jahren passt auch. Fahrzeuge verwalten, was sind das für Schubschiffe? Virgo Tanga. Erledigt. Wie viel Geld haben wir? 142 Millionen. Ah, ich habe dieses Schiff mit Fahrzeug mit 250 Passagieren besetzt. Sehr gut. Fahrzeuge verwalten. Fertig. Jetzt sind nur noch 74er da, ne? Oder? 79er, okay. Fertig. Stadt erreiche im freien Spiel eine Stadt mit mindestens 750 Einwohnern. Naja, cool, die Stadt ist gut gewachsen. Hier. Vier LKWs sind auch alle schlecht. Welcher ist das? Der hier, ne? Geht doch! Oh, Fahrzeuge verwalten, zwei Schubschiffe. Virgo Schubschiff. Achtundsiebzig Jahre auf Linie 56. Nur einer. Dauer zieht sich, ne? Für euch langweilig, denke ich mal. Ja, Folge ist auch lang genug. Ich mache das mal weiter durch und ja, ihr könnt dann mal beim nächsten Mal gucken, was wir dann weitermachen, ne? Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt, damit wir das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.